Einen schönen guten Tag. Mit wem habe ich heute die Ehre? Mit euch Zuschauern. Ja, und heute werden wir versuchen, die Arena in dieser Stadt, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, zu machen. Und wir gehen da jetzt einfach wieder rein. Da wir natürlich bei jedem Gift-Move vergiftet werden, ist auch natürlich logisch, weil für was anderes sind der Gift-Moves ja nicht da. Grozard! Oh yeah! Und das Gute ist, jetzt können wir den auch countern. Nämlich mit Giga Drain! Oh shit, die Attacke sieht so stark aus. Es ist halt nicht stark. Giga Drain sollte ein Two-Hit sein, zumindest. Oh, okay, mit Critical ist zumindest ein One-Hit. Nice. Cool. Nein, ich will nicht wachsen. Ein Grozard besiege ich nochmal, wenn es sein muss. Giga Drain. Schauen wir mal, wie viel Damage. Ja, okay, fast. Fast ein One-Hit. Ohne Crit halt. Ich hoffe, das reicht jetzt, wenn wir nur Tackle einsetzen. Wahrscheinlich reicht es nicht. Das wäre jetzt so bitter. Okay, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also wir müssen jetzt einmal switchen, weil Ehrenbär sonst underleveled wäre. Und wir wollen ja beide gleich lernen. Would you like to smash it? Yeah, Grozard, smash this rock. And smash this rock. Da können ja Items drin sein, weißt du. Ich höre jetzt nach dem Stein auf. Vielleicht ist da gar nichts drin. Vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Barrel! Das hat wahrscheinlich wieder Robustheit. Das heißt, das hält einfach einen Hit aus. Also, machen wir trotzdem Vodagan. Okay, aber, also es wäre ohne der Fähigkeit, wenn es diese hat, ja, hätte es auch überlebt. Wow. Wow. Also mit so wenig Damage hätte ich jetzt nicht gerechnet. Alla. Oh, oh. Kommt es jetzt nochmal? Ja, kommt nochmal. I don't wanna switch my Pokémon. I wanna just... Oh, es ist gar nicht Gesteinboden, es ist nur Gestein scheinbar. Okay, okay, puh, das ist mein Glück jetzt. Sonst hätte es keine Wirkung. Ich wollte eigentlich Aquaknarr reinsetzen, aber okay. Ja, im Endeffekt hätte ich eh zwei Turns gebraucht, also ist egal. Okay, und da oben ist jetzt der Arena-Leiter, oder? Okay. Ah, okay. Ich weiß schon. Ich kenne mich schon aus, Leute. Wir müssen alle Steine zerstören und da ist dann das Ding drin. Okay. Ist eine coole Idee auf jeden Fall, aber wir gehen jetzt vorher nochmal heilen. Dann können wir instant den Arena-Leiter beschieben. Instant. Haha. Bam, bam, bam. Also vorausgesetzt, wir schaffen es gegen den Arena-Leiter. Aber nach, also der wird jetzt wahrscheinlich, also ich, mein Call ist, er hat einmal das Gift-Pokémon, einmal das Boden-Pokémon und einmal das Gestein-Pokémon. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das wäre jetzt so meine Vermutung. Und die Vermutung ist ziemlich gut, weil diese Pokémon jeweils einmal vorgekommen sind, also zweimal vorgekommen sind. Und das wäre ein gutes Team, so ein Höhlenteam. Rock Smash! Nochmal Rock Smash! Und nochmal Rock Smash! Und nochmal Rock Smash! Rock Smash! Rock Smash!
Ah, jetzt nervt mich schon langsam das Geräusch. Ah! Bright Gem. Okay, nice. Reicht das jetzt oder brauche ich da drei verschiedene? Okay, es reicht. Nice. Das ist jetzt der Arena-Leiter, den sprechen wir instant an. Da kennen wir nichts. Da kennen wir nichts. Devon. Grosser, ja, ist schon mal der, einmal ein richtiger Call war schon dabei. Das ist sehr effektiv. Oh shit. Wir hätten als erster mit Cabberfly spielen sollen. Ah gut, wir One-Hit hätten auch, also alles noch gut. Mordrill. Ist das ja ein Pokémon? Ich wechsle mal auf Air-Marie. Einfach nur zum Tanken. Puh! Keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist. Ich brauche kein Pokéball, ich brauche nur Medizin. Für Ehrenbert. Das Geräusch ist so schlimm eigentlich. Aber ich weiß nicht, ist das Giftboden? Das sieht so nach Giftboden aus. Ich gehe mal davon aus, dass es nur Boden ist, okay? Weil das wird am meisten Sinn machen. Denn dann hätte er nur Bodentypen. Ja, es ist probably nur Boden oder nur Gestein oder... Könnte auch Wasser sein, theoretisch, keine Ahnung. Aber das ist halt sehr unwahrscheinlich. Potion! Oh ja! Es wäre cool, wenn der Arenaleiter genau die Tränke einsetzen dürfte, die du halt schon als Trainer eingesetzt hast. Und es wirkt gerade so. Also er hat nur einen Trank eingesetzt und ich habe auch vorhin einen Trank eingesetzt. Das wäre cool. Achso, ja, das war das. Achso, nein, was nicht. Hä? Achso, das ist die Weiterentwicklung, oder? Von dem kleinen Steintier. Headbutt. Also mit Healing machen wir schon mehr Schaden als der. Aber das Problem wird sein, dass ich der heilen kann. Oder? Also mit Tränken halt. Wird das jetzt passieren? Ja, passiert. Probably aber auch nur einmal. Wie viel haben wir noch? Zwei. Okay, das reicht glaube ich nicht ganz. Giga Drain! Das könnte reichen. Das könnte reichen. Jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp. Brudi! Ja, es hat ja drei! Easy, easy. Das wäre ein gutes Thumbnail, oder? Easy. Mal schauen. Ich wechsle mal nicht, ich will nur sehen, was das ist. Das ist definitiv cool. Das ist definitiv cool. Das ist die Weiterentwicklung von dem kleinen Gift-Pokémon da. Ja, er wird mich töten. Aber ich habe jetzt sowieso in den... Ja, natürlich bin ich vergiftet, was auch sonst. Jetzt hätte ich gern Schlafpuder. Ich schau mal, ob ich mit Ehrenwurm irgendwas machen kann. Fight, Sand Attack. Ich kann Sand Attack einsetzen.
Okay, dann halt nicht. Es ist jetzt Gift. Ich weiß nicht, ob es Giftboden ist oder was. Ich probiere einfach mal Aquaknarre aus und schaue dann mal, ob das irgendwie Special Damage macht. Poisonfang, ich bin vergiftet. Leute, ich bin vergiftet. Oh, Static. Aber das bringt eh nichts. Bringt eh nichts. Außer halt, dass die Init gesenkt wird, was eh schon viel bringt, aber trotzdem. Das nervt einfach. Dass es immer angreifen kann. Immer. Und ich zum Glück nicht vergiftet bin. Aber wie schon gesagt, zum Glück. Wow! Danke! Erste Mal, ja wirklich, das erste Mal. Das zweite Mal im ganzen Spiel, dass es Paralyse irgendwas bringt. Danke. Danke, liebes Spiel. Also, die Weiterentwicklung von dem Giftviech ist schon ziemlich cool, muss man sagen. Klick. Aber ich werde es trotzdem nicht ins Team nehmen. Bam, bam. Brick Break. Brick Break. Hört sich geil an. So, jetzt gehen wir heilen. Und ich glaube, die Folge geht sogar noch eine Weile, weil der Timer ist doch noch nicht abgelaufen. Ich schau mal, wie lange die Folge noch geht. Bruder, die Folge geht noch 7 Minuten, also haben wir noch Zeit. Können wir noch in Richtung nächste Stadt gehen? Oh, cool. Badam, badam, badam. Ich gehe mal stark davon aus, dass irgendwo rechts der Ausgang ist für die nächste Stadt. Jo. Ja, Subway Station. Da kann man rausgehen. Schauen wir mal, was die sagen. I hope... Subway Station. So, nein. Okay, under construction. Also in Bauarbeiten. In Bauarbeiten. Ist schön gedeutscht, ja, wirklich. Schön gedeutscht. Keiner drin in dem Verbindungshaus, alles klar. Skill Kit! Oh, wait. Das ist die Weiterentwicklung von dem Tier, das wir am Anfang immer gesehen haben. Tier, Farm, Tier. Cool, ne? Schau mal. Use Charge. Also, das ist ja Elektro, oder? Sieht zumindest danach aus. Ist, das ist halt nur normal effektiv, also nicht sehr effektiv, meine ich. Das ist das Traurige dran. Danke! Hey, ich habe auch mal viel. Aquachat. Hey, geil, das ist cool. Da, wie heißt es auf Deutsch? Aquachat. Na, mir fällt es gerade nicht ein. Es ist die Attacke, bei der du First Hit hast. Und Aquachat. Wasserdüse oder so, glaube ich. Wasserdüse? Keine Ahnung. Die Lanes, also ich mag die Routen einfach irgendwie nicht in dem Spiel. Die sind einfach nur lang und die Trainerkämpfe sind viel zu lang. Also. Du kämpfst zu 10 Jahre gegen die Trainer und bekommst halt fast keine EP, obwohl die sehr stark sind. So. Also, man merkt, das Spiel will es darauf auslegen, dass die Kämpfe halt einfach schwerer sind und dass das Spiel generell schwerer ist, ja. Aber irgendwie ist es einfach nur nerviger dadurch. Brauchst einfach nur länger, dass du es durchspielst. Musst länger trainieren gehen, musst länger. Kämpfe machen, also es ist halt teilweise anstrengend. Aber irgendwie auch gut, ja, weil dann hast du mehr davon, mehr vom Spiel. Ich kämpfe jetzt auch gegen ihn. Hey, er kämpft gar nicht. Okay. Und ich freue mich schon so, oh, ich habe einen Trainer gedodged. Baby,
So, da ist ein Trainer. Aber schon Elixir, ein Elixir. Ist auf Englisch auch dasselbe, ist lustig. Aether, Aether. Da ist noch ein Item. Ein Nugget. Krass. Okay, jetzt müssen wir wieder Trainerfights machen. Da, Brudi. Kämpfe mit mir. Chapolta. Wie viele Elektro-Pokémon gibt es in dem ganzen Spiel eigentlich? Ziemlich viele. Okay. Quick Attack ist dafür nicht so stark. Chapolla? Chapolla, aber wo bist du hin? Habe ich dich deleted? Ich habe dich deleted. Na, ich muss auswechseln, weil Ehrenwert sonst Double Levels. Ehren Hans ist im Start. Pahar. Ist das jetzt Feuerflug? Ist das nicht das, was ich fangen will? Ah, ich muss nach der Runde schnell nachschauen, weil dann gibt es das für dich vielleicht auf dieser Runde. Route. Oh, es ist wirklich Feuer. Das ist nervig. Scheiße. Weißt du, ich wechsle immer genau dann aus, wenn ich nicht wechseln sollte. Ja, Marie, ich glaube, das ist das Pokémon, das ich haben will. Erbwert. Ehrenwert, meine ich. Zerstöre. Zerstöre bitte. Zerstöre bitte. Worgan. Worgan. Und tot. So easy is that. Okay. So, jetzt muss ich schauen. Ich will das fangen. Oh, was ist das für ein Tier? Das ist cool. Tackle. Es sieht so nach Boden aus. Aber es ist irgendwie nicht Boden. Doch nicht Gestein. Wow. Ist wahrscheinlich einfach normal. Ich finde das immer so süß, dass meine Attacken nie treffen. Wenn einmal die Genauigkeit gesenkt wird, treffe ich nie mehr, nicht mehr. Und wenn ich einmal die Genauigkeit senke, egal. Wenn ich zweimal die Genauigkeit senke, egal. Greift ihm an. Super Potion! Das ist nice. Ich glaube, ich gehe jetzt mal nicht weg und heile die Pokémon mit Strength. Ein paar habe ich ja noch. Hä? Hallo. So, der Timer ist ausgelaufen. Ich heile noch schnell Ehrenbert und Ehrenhans. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, für die heutige Aufnahmesession wird das dann die letzte Folge sein. Aber das kann euch ja wieder mal egal sein. Gut, dann ciao, danke fürs Zuschauen.